Leider keiner daheim. Ja, servus die Malen und grüß euch die Buben. Ja, ich bin wieder in der Au unterwegs, diesmal ein paar Kilometer von mir daheim entfernt, also 25-30. Und möchte mich da wieder ein bisschen durchschlagen. Da war ich eh schon mal, riesengroßes Gebiet auch, annehmen Wasser an. Und ja, bevor der Frühling da alles wieder zuwachsen lassen, möchte ich da auch mal durchschauen. Also schauen wir sich das einmal an. Alles extremst urig da. Ganz schön was umgefallen. Ja, ich habe mir gedacht, ich zeige euch heute ein bisschen mehr von der Gegend, als wir nur dauernd es essen. Wäre ich zwar auch drauf nehmen, aber ich zeige euch heute wirklich einmal mehr von der Gegend, wo ich mich da heute befinde. Ja, das ist so ein Überlauf, wie es ausschaut, der ist aber ziemlich austrickert. Ja, ich bin da herunter jetzt schon. Und wie man sieht, ist da schon einiges umgefallen. Ja, ich habe mich da ein bisschen jetzt anders entschieden. Und so wie es ausschaut, da schuppern sich die Schweinchen. Überall die Schupperstellen von einer. Ich bin da jetzt zu einem anderen Überlauf gekommen. Da sehe ich, da ist auch trocken. Aber da vorne ist noch Wasser drin. Ja, entweder ist das dort ein Schwan im Wasser. In die Richtung schauen wir mal weiter. Ja, da sieht man, da ist noch Wasser drin. Da ist auch eine Spur zum Wasser, ein richtiger Weg. Ja, das ist eindeutig Wildschweingaxi. Da muss man ja aufpassen, dass man keinen falschen Schritt macht, weil sonst bist du unten. Ja, die zwei Kerle gingen heim auf Distanz, kaum kommen wir ein bisschen näher. Schwimmen sie weiter. Gar nicht fraßzackeln.
natürlich auch da über diese Lianen. Wahnsinn. Jetzt sind wir wieder umgerungen worden ist und ist schon wieder lang. Und es ist der Läufgen. Na ja, da drunter war sicher ein geiles Versteck für einen. Mit diesen Blämmerl, keine Ahnung wie die da heißen, gibt es auch schon Hülle und Fülle. So, ich gehe jetzt ein bisschen weg von dem Überlauf, ein bisschen in den dichteren Wald rein. Und suchen wir jetzt einen Platz, weil der Hunger ist auch schon da. Da möchte ich mir auf alle Fälle schnell was zum Essen machen, bevor es weitergeht. Ja, ich bin von dem Überlauf jetzt ein bisschen weggegangen. Gehe wieder ein bisschen in den dichteren Wald rein. Da ist ein bisschen windstiller, da bläst der Tag so arg dort. Und da wird es einmal eine Kleinigkeit essen. Schauen wir mal. Ah, da unten ist auch noch so ein kleines Tümpelchen zum Saufen. Irgendwas lebt da eh drin, weil da immer Luftblaseln kommen. Ja, aber jetzt suche ich einen Platz. Ich habe immer noch nichts gefunden. Ja, irgendwie muss ich da wieder um, aber da ist mir das alles zu steil. Nein, ich finde schon was. Da ist jetzt ein kleiner Wildpfad. Den kann ich niedlich folgen und dort raufgehen. So, der gehört mir. Ich muss mich ausziehen, da ist warm. Ja, wie 60 haben wir es schon gemütlich gemacht. Haben wir schon alles hergekriegt. Ein bisschen lau. Meine Waldviertler kommen wieder drauf. Und ich kann duschen, muss ich schauen, dass es leer wird. Von daher schaue ich mal, dass der mich verbrennt. Brot ein bisschen anresten. So. Ja, ich würde sagen, Mahlzeit. Wieder mal vom Feinsten. Und eins muss ich ehrlich gesagt zugeben, diese kleine Grillzangen ersetzt jede Gabe. Prost! Da haben wir da mein Westerl müssen wieder anziehen, weil es ist ein bisschen Wind aufgekommen, weil ich gerade einmal gefilmt. Jetzt kommt endlich wieder ein bisschen die Sonne durch. Herrlich. Jo Freunde, es ist einmal wieder soweit, mein Kaffee ist fertig und daher der erste Gruß wie immer, meine Krankensessel, werdet mir gesund und der zweite Gruß natürlich an die ganzen Gesunden, werdet mir nicht krank. Prost! Ja, das Wetter ist wirklich komisch. Einmal Sonne, einmal Wolken, dann ist es wieder kalt, dann ist es wieder warm. Ja, richtiges Aprilwetter.
Ja. Ja, kurz nach drei haben wir es. Jetzt sind 3,5 Stunden unterwegs. Ja, jetzt werden wir mal gemütlich austrinken, schön langsam zusammenpacken und dann haben wir noch ein Stückchen bis zum Auto. Na, viel zu viel Wasser, macht nichts. Das habe ich viel zu wenig im Einsatz, wieder öfters verwenden. Ja, heute ist wie verhext gehabt, ziehe ich die Jacken aus, als es heiß ist. Ist die Sonne weg. Ja, was soll man machen? Ist halt so. Ja, ein Stückerl Brot ist mir überblieben. Das werde ich aber zerbrezeln und lasse ich da wieder für die Viecheln. Als kleines Dankeschön, das kann ich gern da lassen. Da passiert nichts. Ein bisschen verstrahlen da. Wird schon wieder finden und fressen. So, ich bin mir sicher, dass du das wieder schmecken hast. So, da war ich. Schieb es mal wieder. Geh mal. Es tut irgendwo sein, wenn ich richtig liege. Ah, ich glaube, das schaut gut aus. Ah, jawohl. Da ist ja der Weg wieder. Herrlich. Ah, ja, Freunde. Das war's einmal wieder von der Tour. So wird jetzt nicht mehr viel kommen. Ich bin jetzt in 300-400 Meter beim Auto. Ich sag nicht mehr. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Mitlaufen, fürs Dabeisein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Und Servus die Malen und viert euch die Buben.